Was hat's denn damit auf sich? Was da wohl drin ist? Damit vielleicht? Drunter machen, dann macht's Quatsch und dann ist es kaputt. Ich habe das Kästchen unter die scharfe Kufe gelegt. Wow, mein Schaukelpferd hat das Kästchen kaputt gekriegt. Endlich habe ich ein Taschenmesser. Aha, ein Taschenmesser. Das ist natürlich praktisch und gut. Also, wo ist Taschenmesser, Taschenmesser, Taschenmesser? Wow, da liegt ja ein Taschenmesser. Das ist ja toll. Ja. Wow, da liegt ja ein Taschenmesser. Das ist ja toll. Wow, da liegt ja ein Taschenmesser. Das ist ja toll. Wow, da liegt ja ein Taschenmesser. Das ist ja toll. Wow, da liegt ja ein Taschenmesser. Das ist ja toll. Okay, gut, ich lasse es. ja, und jetzt? Was haben wir da noch alles? Ich glaube, da oben haben wir... Oh Gott, ach, irgendwas muss doch damit auf sich haben. Nur was? Ganz lustig. Toll. Ja, okay. Hier fehlt ein Haken. Hier fehlt ein Haken. Damit vielleicht? Ich habe schon immer gewusst, wie man die aufkriegt. Ich habe den Stab an der Garderobe festgemacht. Ja, eben, das habe ich nämlich auch gedacht. Ich habe den Stab an der Garderobe festgemacht. Ja, jetzt können wir nämlich wahrscheinlich irgendwie mit einem Lasso hier befestigen oder so. Da fehlt wohl noch was. Ja, ich weiß nicht. Bauklötzchen? Dann wird das auch nicht gehen. Nee, geht nicht. Vielleicht ich habe eine Stufe gebaut. Aha, jetzt sind wir schon mal hier oben. Boah, hey, da muss man Mords überlegen bei dem Spiel. Gut, jetzt sind wir halt oben. Piratenschiff können wir auch mitnehmen, ne? Später werde ich ein großer Kapitän sein. Aha. Wenn er wie ein Schnuller. Boah, Leute, jetzt muss man echt mal überlegen, wie geht's. Toll, wie geht's denn jetzt hier weiter? Benutze Kerzenhalter. Aber wir haben doch jetzt. Das ist das Sturmgewehr. Der Schnuller passt genau in das Gewehr. Oh. Ja, und jetzt? Kann ich das Ding abschießen komisch, oder so? Geht nicht. Komisch. Ja, und jetzt? Boah, warum muss ich das auch alleine spielen? Aber jetzt habe ich eine Idee. Das Lasso hängt am Schnuller und der Schnuller ist im Gewehr. Komisch, geht nicht. Nee, geht nicht. Boah, jetzt weiß ich was. Das Schiff hängt am Lasso und das Lasso hängt am Schnuller und der Schnuller ist im Gewehr. Wie schön er es nachspricht, was und was jetzt drin ist. Ja. Jetzt müsste es gehen, ne? Oh ja. Oh ja, etwas später. Ja, und jetzt denke ich mal, würde ich sagen, gut. Flieg!
Schlaui. Und runter mit dir. Hallo? Hier. Nimm das wieder mit. Nimm da nicht mit. Okay. Was ist jetzt hier? Ich weiß schon längst, wie man die zwei Stangen da vorne aufkriegt. Gute Idee, aber so klappt das leider doch nicht. Ha. Ha, jetzt müsste er hochkommen. Gute Idee, aber so klappt das leider doch nicht. Das da noch? Oh, jetzt kommen wir hoch. Das freut mich. Aber das Schiff ist im Weg. Ja, dann würde ich sagen. Ich könnte hier rausklettern, aber das komisch. Schneid's raus. Vielleicht so. Schnanip. Und raus hier. Das war's schon als Babycheck. Gut, na dann. Scheint jetzt noch ein bisschen besoffen zu sein, gehe ich mal ganz davon aus. Also ganz stark, ne? So. Oh. Kapitel 10. Nachforschungen. Und wir sehen Amanda. Jack hat gesagt, ich wäre es, die auf der falschen Seite steht. Stehe ich wirklich auf der falschen Seite? Ist der Doktor ein böser Mensch? Aber er respektiert mich doch. Endlich jemand, der mich ernst nimmt. Ich werde mich umsehen und Beweise für Jacks Anschuldigungen suchen. Ich sollte mit dem seltsamen Schrank in meinem Zimmer anfangen. Okay, also spielen wir jetzt wieder unsere Emmy. Unsere Emmy-Manda. Amanda. Gut. Na dann, die nehmen wir halt mal mit. Das ist zu fest. Ein Steinsock, das ist zu fest. Das ist zu fest. Das hier. Schön hier, wa? Bisschen alte Grafik, aber schön hier. Hier gibt's jetzt anscheinend nichts mehr. Eine Pflanze. Blättertopf? Aha. Gibt doch immer was zum Mitnehmen. Was ist das? Frische Erde. Aha. Ich sollte ihn nicht benutzen, ohne irgendwas drunter zu stellen. Jetzt fällt mir doch dann gerade was ein, wenn ich das jetzt gerade mal so sehe. Ich habe doch ein Gewehr. Schieß es ab. Toll. Ehemals eine Taube aus Ton. Das war halt jetzt eine. Yep. Bildchen. Schauen wir uns halt mal an, ne? Ja, ein Bild, das ist die alte. Haushälterin zeigt. Ein toller Bilderrahmen. Oh ja.
Sieht mir nicht besonders freundlich aus. Oh. Gut getroffen. Gut getroffen. Okay, würde ich mal sagen, gehen wir mal hier weiter. Keine vertrockneten Pflanze. Blätter. Hier Dr. T. sein Büro. Die Tür ist leider verschlossen. Die Tür ist leider verschlossen. Dann mach sie auf. Toll, jetzt brauchen wir noch einen Schlüssel. Gehen wir immer in das Zimmer. Okay. Dieser Schrank. Eine hölzerne. Seltsam. Die Tür scheint von innen verschlossen zu sein. Wie ist das möglich? Ich muss mehr herausfinden. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ein guter Platz, um die Waffe zu reinigen. Allerdings blitzt und blinkt sie schon. Hm, jetzt nicht mehr. Du hast sie einmal benutzt. Unwichtig. Trachte Sims. Unwichtig. Ja, dann ist es halt unwichtig. Gehen wir nochmal raus hier. Vielleicht finden wir irgendwas, um die Schranktür zu öffnen, vielleicht. Alles zu wahrscheinlich. Der Raum ist abgeschlossen. Was denn das? Eine Standuhr? Ein massives Instrument. Das funktioniert so nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Hm. Ein massives Instrument. Verdammt, Jacks Messer ist auf den Boden der Uhr gefallen, aber die Zeiger habe ich. Hm. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal rein, vielleicht hilft uns das irgendwie weiter. Und machen wir das mal so. Entriegelt. Hebelwirkung. Wie habe ich das gemacht? Oh. Die Person muss sich selbst im Schrank eingeschlossen haben. Und sie hat eine Botschaft geschrieben. Verrat und Intrigen. Ich halte es nicht mehr aus. Also hier stimmt doch etwas ganz gewaltig nicht. Ob der Doktor mich hintergeht? Ich hoffe nicht, dass das hier mein Vormieter war. Ich muss mehr herausfinden. Am besten im Büro des Doktors selbst. Was aber nicht ganz ungefährlich ist. Ja. Dann gehen wir mal aus dem Zimmer. Das ist halt schon sehr merksam. Macht das Scheiß wieder zu. Eine hölzerne Schranktür. Das macht es auch nicht mehr zu. Oh Mann, wenn der das sieht, dann bringt sie uns um. Oh, mal kurz, können wir es nicht mitnehmen? Nein. Ich glaube, die will doch nichts vom Toten mitnehmen. Das wichtige Geschäft ist getan. Zwei Bällchen Vanilleeis sind mein. Ah, jetzt macht er wieder alles schmutzig. Ich hasse Fußspuren. Ich muss ihn wegputzen. Weg, weg, weg! Gehen wir mal runter. Oder können wir noch mit ihr reden vielleicht? Der Böse haust... Ich hasse Schmutz. Ja, reden wir mal. Und ich hasse den Gorilla. Ich weiß nicht genau, was ich mehr hasse. Vielleicht schmutzige Gorillas. Ist es nicht Ihre Aufgabe, hier zu putzen? Meine Aufgabe ist es, diese Bruchbude in Schuss zu halten. Ich bin sozusagen für alles zuständig. Sie sind auch zuständig, sind Sie auch zuständig fürs Wäschewaschen? Natürlich. Schmutzige Wäsche ist nicht jedermanns Sache. Schmutzige Wäsche ist nicht jedermanns Sache. Irgendwer muss es ja tun. Ja. Sind das zuständig für kühle Getränke? Sind Sie auch zuständig für kühle Getränke? Natürlich. Dann bringen Sie mir doch ein kühles Getränk. Kühle Getränke sind doch wichtiger bei dieser Hitze. Kühle Getränke sind wichtig bei dieser Hitze. Vernünftige Engländer trinken ihre Getränke lauwarm. Da haben Sie ja jede Menge zu tun. Es gibt immer etwas zu tun. Nette Bildergalerie da drüben.
Ja, zu oberst hängt der Mitarbeiter des Monats. Was natürlich ich bin. Jeden Monat. Ansonsten arbeitet ja niemand in diesem Saustall. Und am allerwenigsten arbeitet dieser faule Gorilla. Dieser faule Gorilla. Warum umgibt sich der Boss eigentlich mit diesem Gorilla? Bah, der Doktor und der Gorilla. Unzertrennlich. Sie sind ja auch zusammen aufgewachsen. Daran muss es liegen. Merkt man gleich an den Manieren. Ich möchte Sie nicht länger bei Ihrer wichtigen Arbeit stören. Werd nicht so frech. Dir wird es auch noch ergehen wie der Letzten. Der Letzten? Bestimmt die, die da drin war, aber ich will es trotzdem kühles Getränk, also gibt es mir. Ich hasse dich. Ich weiß. Ist es nicht Ihre Aufgabe jetzt? Meine Aufgabe. Ich bin so. Bla bla bla. Sind Sie auch zuständig? Natürlich. Dann bringen Sie mir doch mal ein kühles Getränk. Bringen Sie mir doch mal ein kühles Getränk. Es gibt nur Limonade und die ist lauwarm. Ja. Egal, ich möchte trotzdem eine Limonade. Kann man wohl nichts gegen machen. Na gut. Ja, so kann man nämlich. Hier.